Gonna put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie. Copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans. Tell me why they got the ribs. Then all these rappers think they saucy. Jo, willkommen zu einem Video. Ich werde mega oft gefragt, warum ich mein Inventar anders sortiere als die meisten. Also halt hier Pump im ersten Slot und die Ska im letzten Slot. Also ich habe das, glaube ich, vor ein paar Monaten bei Camo gesehen. Und zwar ist es ganz einfach, wenn der Gegner eine Wand hat und ich die Wand abbaue und dann zu meiner mache und dann zur Waffe wechsle und dann zum Beispiel aufeditieren will, dann nimmt es immer die erste Waffe vom Inventar in die Hand. Also so habe ich mein Inventar davor sortiert. Erst Sturmgewehr, dann Pump und dann halt alles andere. Und wenn ich halt jetzt wieder zu meinen Waffen wechsle, ist es die erste Waffe und das ist die Ska. Wenn der Gegner hinter der Wand ist, will ich halt die Shotgun in der Hand haben. Und es ist halt viel umständlicher, immer zweimal die Waffen zu wechseln. Und eigentlich ändert sich ja nicht viel. Es wird einfach nur das ganze Inventar eins nach links verschoben. Das ist halt die Pump im ersten Slot ist. Und ja. Dann hier ist noch der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop bei Unterstützer ein Creator meinen Creator-Code eingeben würdet. ArianFN. Und ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt noch eine normale chillige Runde Solo. Und ja, los geht's. Na, ist direkt chillt. Natürlich trifft er. Junge. So, komm, bitte was zu heilen. Fuck. Ich brauche unbedingt irgendwas zu heilen. Oh, hier ist einer. Oh, der wurde geklaut. Hey. So, der erste. Keine Metz mehr. Easy mit Spitzhacke. Alter, ich fliege hier gefühlt seit einer halben Stunde rum und finde niemanden. Nirgendwo Gegner. Oh. Easy. So, die goldene Ska noch hier. So. So, ich trinke nur einen, weil für 11 HP lohnt sich nicht. Und es ist ja heute diese neue Messer- und Gabelspitzhacke gekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Fortnite in der nächsten Zeit noch mehr so Doppelspitzhacken reinbringt. Keine Ahnung, ich feiere die irgendwie mega. Da ist doch safe jemand. Wieso ist hier niemand? Da vorne ist einer.
Nein. Nicht sein Ernst, oder? Alter, das ist aber auch so eine langweilige Runde. 4 Kills, noch 8 Leben. Der war komplett One-Shot. Oh, hier ist einer. Oh, fuck. Oh mein Gott. Ey, ich hab den einfach genoscoped. Der kommt nicht so einfach weg. GG. Wieder guckt. GG. Wo snappt der schon wieder, hä? Nein, oder? GG. Ey, es macht gerade so Spaß zu snipen. Komm, Junge, schau raus. Und tschüss. Alter, hä, wie habe ich noch 11 Kills geschafft?
Naja, das war's doch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch unterlassen und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ne? Und ja, Creator Code, Ariane, finde ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal.